Das ist der Chirurg Dr. Röttcher aus Mannheim. Er wird an diesem Morgen zu einem Einsatz von Nairobi in Kenia zu einem Missionskrankenhaus im nördlichen Tansania geflogen. Die Organisation der fliegenden Ärzte hat ständig einsatzbereite Maschinen am Rollfeld. Bis jetzt sind es 7. Die Flugzeit beträgt 2 Stunden. Mit einem geländegängigen Fahrzeug würde man mehr als einen Tag brauchen. Ja, wir sind heute Morgen mit dem Flugzeug hierher gekommen, in eine irische Missionsstation. Es handelt sich um Dareda. Wie viele Missionsstationen hier in Tansania oder Kenia, zum Beispiel das Hospital, die Schwestern haben einen Arzt. Eine der Schwestern ist Arzt, sie ist aber eben nicht chirurgisch ausgebildet. Sie führt kleinere chirurgische Operationen durch und auch Notfallchirurgie. Aber wenn es sich um größere chirurgische Eingriffe handelt, Bauchchirurgie oder auch andere, dann fliegt einer unserer Ärzte von den fliegenden Ärzten her, um diese Operationen durchzuführen. Und wir haben eine große Liste für 2 Tage. Es ist in den anderen Hospitälern ist es ähnlich. Es handelt sich meistens um große abdominelle, also Bauchchirurgie oder ältere, schon längere Zeit zurückliegende Dinge, die operiert werden müssen. Oder eben. Die Ärzte haben es hier in Ostafrika besonders häufig mit Verbrennungen oder Verletzungen durch Tiere zu tun. Plastische Chirurgie ist deshalb besonders nötig. Büffelhorn- oder Nashornstoß, die ebenfalls eine zum Teil große Wiederherstellungsoperation erforderlich machen. Zum Beispiel denke ich da einen Fall an eine Turkana-Frau, die hatte 2 Tage im Busch gelegen, war von einer Hyäne ins Gesicht gebissen worden und das Wesentliche vom Gesicht, also beide Wangen, die Nase, Teil der Stirn, die gesamte Oberlippe, alles fehlte. Und nachdem die Frau also erstmal den Schock und die Infektion und alles überstanden hatte, stand zur Diskussion, wie stellen wir dieses Gesicht der Frau wieder her. Und unser Team von plastischen Chirurgen, in dem ich da auch mitarbeite, das erste war, dass wir die ganze granulierende Wundfläche deckten und dann später als erstes eine neue Nase bildeten. Das heißt, aus der Stirnhaut wird ein großer Lappen ausgeschnitten und die Nase wird auf der Stirn gebildet und wächst dort zunächst an. Nach 14 Tagen kann man dann die Nase als Ganzes ablösen, mit ihrem Stiel runter bewegen und in die Gegend der Nase setzen und gleichzeitig aus der Unterlippe ein Stück nehmen. Das wird herumgedreht, als Oberlippe reingesetzt und die Wangen werden mobilisiert oder die Reste der Wangen und von beiden Seiten zusammengeschoben, sodass wir jetzt neue Wangen haben. Wir haben eine Oberlippe und gleichzeitig ist die Nase neu gebildet worden. Und falls später noch Korrekturen notwendig sind, kleine, können die später nachgeholt werden. Aber jedenfalls hat die Frau kein normales oder sehr schönes Gesicht, aber immerhin ein menschliches Gesicht. Heute hatten wir als erste große Operation eine Riesenmilz herauszunehmen. Diese Riesenmilzen sehen wir in Afrikanern relativ häufig. In den meisten Fällen handelt es sich um chronische Malaria. Die Milz ist riesengroß, sie wiegt nachher zwischen 8 und 10 Pfund. Und die Operation ist nicht ganz einfach. Bei der Missionsstation Ortum, 2500 Meter hoch mitten in den Bergen Kenias, wird eine Landebahn gebaut. Michael Wood, der Gründer der Organisation der fliegenden Ärzte, überwacht die letzten Arbeiten. Das nächste Krankenhaus von hier liegt 120 Kilometer entfernt jenseits der Berge. Während der Regenzeit ist der Weg dorthin nicht mehr passierbar. Michael Wood, aus England stammender plastischer Chirurg, inzwischen Bürger des Staates Tansania, erkannte die Notwendigkeiten und gründete vor knapp 10 Jahren mit einigen Freiwilligen zusammen den Flying Doctor Service, der fast ausschließlich von Spenden finanziert wird. Inzwischen gibt es ständigen Funk- und Flugkontakt zu mehr als 70 abgelegenen Stationen, und 8 fest sowie 11 teilweise angestellte Ärzte fliegen entweder selbst oder mit einem der 5 Piloten zu den Einsätzen. Spendenorganisationen in England, den USA und der Bundesrepublik erhalten die Organisation am Leben. Mit Hilfe von Zuschüssen des Auswärtigen Amtes ist der Anteil der Bundesrepublik inzwischen der größte.
Man hat es für unmöglich gehalten, hier je mit einem Flugzeug zu landen. Die Piste in einem Bergeinschnitt hat starke Neigung. Dazu herrscht ständig ein gefährlicher Abwind. Hier ein letzter Test der Landebahn. Man kann nur von einer Richtung her anfliegen und muss beim ersten Versuch die Landebahn treffen. Denn hinter der Landebahn kommt selbst die stärkste Maschine nicht mehr hoch. Der Flug nach Ortum führt über weites Steppenland. Dann über den Nakuru-See, an dessen Ufer schätzungsweise 1 Million Flamingos nisten. Die größeren, ganz weißen Punkte sind Pelikane. Wir fliegen hier gerade nach Ortum und dies ist ein besonders schwieriger Landeplatz. Niemand ist hier je vor uns gelandet, denn er liegt in einem Tal, wo der Wind aus der falschen Richtung kommt und auf beiden Seiten sind Berge. Wir hatten Schwierigkeiten mit dieser Piste, aber schließlich haben wir es geschafft, 600 Meter Land zu ebnen und heute wollen wir sie ausprobieren. Im Moment fliegen wir gerade über den Gebirgsrand hinunter ins Ortum-Tal. Wie ich schon gesagt habe, ist niemand je vor uns in diesem Tal gelandet und so wird es eine große Aufregung für alle Einheimischen geben. Wir haben ihnen einen Windsack gegeben, den wir von Nairobi gebracht haben, sodass wir sehen können, von woher der Wind kommt. Falls sie mit dem Windsack nicht zurechtkommen sollten, werden sie ein Feuer anzünden und wir müssten den Rauch sehen können. Das hier unten ist der Landeplatz. Michael Wood fliegt immer selbst. Er ist schon auf einer staubigen Landstraße und einmal im Slalom zwischen betonharten Termitenhügeln gelandet. Jetzt, im ersten Anflug, muss er die Landebahn treffen. Der Rückwind treibt das Flugzeug an den wartenden Menschen vorbei. Erst hart am Rand der Piste kommt es noch rechtzeitig zum Stehen. Alle diese Leute haben noch nie ein Flugzeug von nahe gesehen. Für sie ist es ein Ereignis, das man ähnlich verstehen muss wie die Landung einer Apollo-Raumkapsel in unseren Breiten. Von nun an haben diese Menschen hier die Chance, in einer bei Notfällen noch ausreichenden Zeit mit ärztlicher Hilfe versorgt zu werden. Der Distriktskommissar hält die Eröffnungsrede. Da er aber die Sprache dieses Gebietes nicht spricht, kann selbst er sich nur durch einen Dolmetscher verständlich machen. Ambayo tunakaa siku ya leo na nataka kusema kwamba sana sana kwa wao
Mit diesem Schnitt durch eine Schnur beginnt für Ortoun eine neue Zeit. In der Zentrale der Organisation in Nairobi laufen täglich etwa 200 Notrufe und Routinemeldungen von allen Stationen ein. Dieser Raum ist die Schaltstelle des ganzen Unternehmens. Ausgebildete Krankenschwestern nehmen die Rufe entgegen und leiten sie zur Einteilung der Einsätze an die Piloten und Ärzte weiter. Die Organisation hat ein eigenes Funknetz aufgezogen. Für die meisten Stationen draußen bedeutet dies den einzigen Kontakt zur Außenwelt. Could you find out if the patient is under any strain at the moment? Under any strain, over? Auf dieser Karte sind die Stationen markiert, die durch Funk- und Landeplätze mit Nairobi verbunden sind. Das Gebiet reicht über Kenia, Uganda und Tansania und entspricht in seiner Ausdehnung fast ganz Mitteleuropa. Von Nairobi aus gemessen ist keine Station weiter als 4 Flugstunden entfernt. Zur Mission Kakuma im Norden Kenias wäre es mit einem Wagen bei guten Bedingungen 5 Tage hin und zurück, mit dem Flugzeug aber nur 2x3 Stunden. Das hier ist die Mission Kakuma in der Turkana-Halbwüste, nahe an der sudanesischen Grenze. Hier gibt es keinen Arzt, keinen Röntgenapparat, kein fließendes Wasser. Elektrisches Licht nur durch einen Dieselgenerator. Irische Schwestern und irische Priester haben diesen Außenposten aufgebaut, mitten in einem Gebiet, in dem es auf hunderte von Kilometern kaum ein festes Haus gibt, in dem halbnomadische Stämme ohne jeglichen Zugang zu zivilisatorischen Errungenschaften leben. 9 Schwerverwundete waren nach einem blutigen Stammeskampf aus 110 Kilometer Entfernung bis hierher gebracht worden. Einer starb auf dem Transport. Fast wöchentlich haben es die fliegenden Ärzte mit Verwundeten von Überfällen und Stammeskämpfen zu tun. Zusammen mit einem pakistanischen Arzt war Michael Wood am selben Tag noch hierher geflogen. Die Sterilisation in diesem Operationssaal ist nur notdürftig, aber es reicht aus, solche Operationen durchzuführen. Ein Mann, der bei diesem Überfall unverletzt geblieben war, berichtet über einen Dolmetscher. Der Mann, mit dem ich hier spreche, war eines der Opfer, als die Leute aus dem Sudan die Turkana-Siedlung nahe bei Lokchogio überfielen. Die Angreifer kamen um 3 Uhr in der Früh und überfielen die Siedlung in der Nähe des Polizeipostens. Die Polizei kam aber erst um 6 Uhr morgens, um nachzusehen, wie viele tot und wie viele verwundet waren. Währenddessen waren die Angreifer längst fort. Er sagt, dass er seine Schwester hier hat. Er wird Rache nehmen, sobald sie wieder gesund ist. Er sah sie nicht niederstürzen oder wie sie getroffen wurde. Als sie die Gewehre hörten, ich meine die Schüsse, begannen sie zu den Eingängen zu laufen, um sich zu verteidigen. Er weiß nichts über seine Schwester. Dieser Mann hat einen Speerstich von vorne nach hinten durch die Brust bekommen. Was die Ärzte und die Schwestern, die auf ihn aufpassen, in diesem Moment noch nicht wissen, ist, dass dem Mann heimlich von Angehörigen Essen zugesteckt worden ist.
over once more too. Bei dem Überfall kamen auch mehrere Kinder ums Leben. Dieses Kind wurde von einem Speerstich in den Bauch getroffen. Die Operation scheint zu gelingen. Da plötzlich bekommt das Kind Erstickungsanfälle, die Herzmassage hilft nicht mehr. Turn on the performance system. Und das Kind stirbt. Seit 10 Stunden operieren die beiden Ärzte bereits. Dieses Mädchen ist die Schwester des Augenzeugen. Ein Dum-Dum-Geschoss drang von hinten in den Oberschenkel ein, traf den Oberschenkelknochen, zersplitterte und hinterließ beim Herauskommen eine große Wunde dicht bei der Hauptschlagader. Das Licht lockt Insekten an. Einer der Priester muss helfen, sie mit einem Sprühmittel unschädlich zu machen. Some of the problems that are involved. Einige der Probleme, die bei medizinischen Fällen in diesem Teil der Welt auftauchen. Wir hatten gerade diesen Zwischenfall mit den Stämmen und das erste Problem war, die Patienten ins Krankenhaus zu schaffen. Sie kamen 70 Meilen hinten auf einen Lastwagen geworfen, ohne Verbände und natürlich kamen sie in tiefem Schock hier an. Einer der Patienten, nachdem er das Krankenhaus eingeliefert war, nahm ohne Wissen der Schwestern eine Mahlzeit zu sich und das ließ ihn unter der Narkose erbrechen und das Fleisch einatmen, das er zu sich genommen hatte, und so starb er. Das ist im Grunde eine Frage von Unwissenheit. Und dann ist da das Problem der Kommunikation, nämlich in der Lage zu sein, Ärzte über weite Entfernungen hin zu erreichen. Wir sind etwa 650 Kilometer von Nairobi hergekommen und die einzige Weise, das zu tun, ist durch die Luft. Nun, zum Glück kommen uns bestimmte Umstände zu Hilfe. Diese Menschen hier sind sehr stark und sehr zäh und wahrscheinlich widerstehen sie Verletzungen besser als die meisten Menschen. Der Überfall selbst hat 8 Todesopfer gefordert und die Unwissenheit noch 2 Opfer dazu. Die Menschen hier glauben, dass ein Verwundeter möglichst Stärkung zu sich zu nehmen habe und so hat die Mutter dem kleinen Mädchen mit der Speerwunde im Bauch noch heimlich vor der Operation Milch gegeben und daran ist es erstickt. Mit einer Schwester zusammen löst sie noch die Arm- und Fußreifen des toten Kindes ab. Leichengeruch breitet sich aus. Die Polizei hat inzwischen einen Gefangenen gemacht, der unter strenger Bewachung steht. Wir haben wirklich viele Probleme. Gerade in diesem Moment operiert Dr. Wood im Operationssaal. Und ein Patient, den er gestern operiert hat, hat jetzt schon zum dritten Mal seine Kanülen wieder herausgenommen. They have no idea of how to. Sie haben keine Ahnung, wie man sich in medizinischem Sinne zu verhalten hat. In medical line at all. Because it is so difficult when. Denn es ist so schwierig. Wenn man nicht dauernd hinterher ist, dann stehen diese Leute von ihren Betten auf und legen sich in dem Hof auf den Boden oder draußen in den Sand und holen sich noch mehr Infektionen, als sie schon vorher hatten. Damit die Patienten nicht ganz davonlaufen, haben sich die Schwestern einen Trick einfallen lassen. Bei der Einlieferung werden den Kranken die Kleider abgenommen,
in einer Kammer aufbewahrt und so hat man ein Mittel, sie so lange da zu behalten, bis sie entlassen werden können. Das hier sind die 5 irischen Priester, die den Schwestern in Kakuma helfen. 4 von ihnen sind erst vor kurzem aus ihrer Heimat eingetroffen und jeder von ihnen wird in der Turkana-Wüste eine Station wie Kakuma bauen. Zum Bekehren sind sie nicht hergekommen, das weiß jeder von ihnen. Ihre soziale Aufgabe ist hier weit vordringlicher. Brunnen graben, ein Krankenhaus und Straßen bauen und gegen die Unwissenheit kämpfen. Rund 1000 Kilometer weiter südlich unterhält der Flying Doctor Service mitten im Busch eine mobile Station mit wechselndem Standort. Die Schweizer Ärztin Ann Spörri kommt regelmäßig mit ihrem Flugzeug hierher. Nach der Landung müssen die Reifen sorgfältig mit Dornenzweigen zugedeckt werden, denn oft schon haben Löwen und Hyänen die Reifen bis auf die Felgen abgenagt. Die ersten Patienten warten bereits. Manche von ihnen sind mehr als einen Tag weit zu Fuß hierher gekommen. Die Hyänen haben eine besondere Vorliebe für eine bestimmte Reifensorte des Fabrikates Firestone gezeigt. Woher diese Sorte so unglaublich appetitanregend ist, hat man nie ermitteln können. Das Camp besteht aus einigen Zelten und Fahrzeugen. Wichtigster Bestandteil ist ein Lastwagenanhänger, der zu einer Medizinstation ausgebaut ist. Ann Spörri, die Ärztin, hat aber ihre Sprechstunde draußen unter einem Sonnenvordach aufschlagen müssen. Die sorgfältig eingerichtete Station hat sich nämlich wegen der kleinen Treppe, die ins Innere des Wagens führt, als Fehlkonstruktion erwiesen. Die Maasai dieses Gebietes haben sich aus unerklärlichen Gründen geweigert, über diese Treppe zu steigen. Die afrikanischen Helfer haben es in zweijähriger geduldiger Arbeit jedoch geschafft, das Vertrauen der Maasai so weit zu gewinnen, dass sich die meisten inzwischen getrauen, über das Treppchen zu steigen. Dieser Film vermittelt ein einseitiges Bild von Ostafrika. Kenia zum Beispiel hat seit der Unabhängigkeit einen beachtlichen Aufschwung erlebt. Dieser Film aber zeigt nur Orte, an denen noch kaum Aufbauarbeit geleistet worden ist. In diesen Gebieten hatten die Kolonialmächte kein Interesse an wirtschaftlicher Ausbeutung und so wurde auch alle zivilisatorische Arbeit vernachlässigt. Gerade aber dorthin, wo noch nichts getan wurde, fliegen die Flying Doctors. Es mutet seltsam an, diese athletischen Menschen derart unsicher auf den Stufen zu sehen. Aber trotz längerer Gewöhnung verweigern noch immer viele die Treppe, die ihnen so unbekannt ist. Ann Spörris Funkgerät wird aus einer Autobatterie gespeist.
patient. I've got a patient I want to bring to Nairobi. Einen schwereren Fall, den sie hier nicht behandeln kann, müsste sie nach Nairobi transportieren. Es handelt sich um einen 12-jährigen Jungen mit Blinddarmentzündung und in Nairobi soll ein Krankenwagen und ein Krankenhausbett bereitgehalten werden. In solchen Fällen, gerade wenn es sich um Kinder handelt, tauchen oft ungeahnte Schwierigkeiten auf. Häufig passiert es, dass die Kinder von den Eltern dann hinterher nicht mehr angenommen werden. Auch hierzu gibt es noch keine hinreichende Erklärung. And will you please have the ambulance ready at Nairobi, at Wilson Airport? Wir begleiteten Michael Wood zu so einem Fall an den Rudolfsee zum Stamm der Loyengalanis im Norden Kenias. Vor einem Dreivierteljahr war von hier ein schwer kranker 8-jähriger Junge in die Hauptstadt geflogen worden. Jetzt wollten ihn die Eltern nicht mehr zurückhaben. Der Stamm der Loyengalani besteht nur noch aus etwa 300 Menschen und ist im Aussterben begriffen. Sie leben in totaler Isolation und ernähren sich unter primitivsten Verhältnissen vom Fischfang. Michael Wood will von den Eltern eine Einverständniserklärung, dass das Kind von einer anderen Familie bei Nairobi adoptiert werden darf. Der Vater unterzeichnet mit einem Daumenabdruck. Wir sahen uns das Kind an, das vorläufig in einem Heim für körperbehinderte Kinder untergebracht ist. Obwohl der Junge inzwischen Suahili kann, wollte er nicht sprechen. Bezeichnenderweise sind seine einzigen Spielkameraden taubstumme Kinder, die sich hier hinter ihm versammelt haben. Vielleicht ist dieses Ausgestoßensein von seinen Eltern die einzige wirkliche Chance für diesen Jungen, eine Schule zu besuchen und eine moderne Ausbildung zu bekommen. Aber wer kann entscheiden, ob das wirklich ein Vorzug ist? Dr. Kessler aus München hat einige Schwierigkeiten beim Landen. Erst als im dritten Anlauf die Gnus verjagt sind, ist die Landebahn frei. Bis zur Station Loliondo sind es noch einige Kilometer durch wildreiches Steppenland. Dr. Kessler ist einer der erfahrensten Tropenärzte der Foundation. Er hat bereits über 12 Jahre in Afrika gearbeitet. Die Schwierigkeiten hier sind zum großen Teil Kommunikationsschwierigkeiten. Dieses kleine Kind, da ist es natürlich ganz einfach, das hat einen verbrannten Arm. Die Kinder fallen hier sehr häufig ins Feuer. Da sieht man, was dem Patienten fehlt. Man muss natürlich sich behelfen über Dolmetscher, die einem dabei helfen. Und man entwickelt auch gewisse Dinge, um herauszukriegen, tut einem der Patienten jetzt beschwindeln oder gibt er einem die echte Auskunft. Ein recht verlässliches Zeichen sind die Zehen. Bei nervösen Leuten findet man, dass die Zehen sich sehr stark bewegen. Und ich habe immer festgestellt, dass wenn die Leute einem etwas anschwindeln, dass sie den Zehen nach unten und nach innen einbiegen.
Wir beobachteten einige seiner Patienten unter diesem Aspekt, aber wenn man die Zeichengebung von großen Zehen deuten will, bedarf es doch langer Übung. Manchmal liegt der Fall einfacher. Um die Krankheit seines Kindes zu erklären, mimt dieser Mann einen epileptischen Anfall. Gewöhnlich werden solche Krankheiten vom örtlichen Medizinmann behandelt. In Loliondo fanden wir einen, der selbst zur Behandlung gekommen war. This old gentleman is a witch doctor. Dieser alte Herr da ist ein Medizinmann. Das ist eine sehr bedeutsame Person an diesem Ort, in diesem Land. Der Medizinmann war von seinem Sohn wegen eines Prostataleidens hierher gebracht worden. Eine Operation war notwendig, aber das verweigerte er. Nach einer Woche aber war, wie die Ärzte ihm prophezeit hatten, die Krankheit so schlimm geworden, dass er wiederkam und sich doch operieren ließ. Daraufhin hat sich seine Ansicht über unsere Art von Medizin geändert und das hat seine Wirkung gehabt. Seither hat das Krankenhaus um ein Drittel mehr Patienten. Der Medizinmann betreibt nun ganz in der Nähe des Krankenhauses sein eigenes Hospital, wo er seine Patienten behandelt. Ich habe ihn gefragt, wie viele Patienten er im Moment behandelt. Er sagt aber, dass er niemanden mehr behandelt, wie er das früher getan hat. Wir wissen aber, dass das nicht wahr ist. Trotzdem wird er nicht als Konkurrenz empfunden. Im Gegenteil, er ist zumindest der beste Psychologe und deshalb als Ergänzung geradezu notwendig. Er verlangt Gebühren, aber alles das wird er hier sicherlich nicht zugeben. Dies ist ein merkwürdiger Fall. Der Mann war schwerst krank und wurde an sich gedacht. Die Leute glaubten, dass er sterben wird. Man hat ihn aus seinem Haus herausgetragen. Und da die Masais ja eine Beerdigung in unserem Sinne nicht kennen, sondern den Toten den Hyänen vorsetzen, glaubte man, er würde sterben. Er starb nicht und am nächsten Tag wurde er hier ins Krankenhaus gebracht. Es stellte sich dabei heraus, dass der Mann eine schwere Lungenentzündung hatte, dazu einen Herzschaden und geschwollene Füße. Nun, die Masais machen dies etwas anders wie die anderen Stämme. Und es gibt einige Stämme in Afrika, die unheilbare Kranke vergiften. Ich hatte einmal einen Patienten, der wurde mir gebracht und war über und über von Krebs befallen. Die Leute hatten ihn vorher zum Zauberdoktor gebracht, der konnte nichts damit tun. Und die Familie, die mir den Patienten brachte, sagte, ja, wir möchten dir auch eine Chance geben, vielleicht kannst du ihm helfen. Ich habe den Patienten gründlich untersucht, es war ein unheilbarer Krebs, wir konnten nichts tun. Und nach etwa 14 Tagen kam der Älteste der Familie und sagte, ja Doktor, wir sehen, du tust dir auch nicht viel. Wir wollen den Patienten wieder mit nach Hause nehmen. Und wie in diesen Fällen lässt man den Patienten natürlich gerne nach Hause gehen, weil man nichts tun kann. Nach einiger Zeit erkundigte ich mich bei den Krankenschwestern, die sich immer auf dem Laufenden halten, was passiert solchen Leuten. Und ich fragte, wie ist denn den Johnny ergangen? Oh, sagten sie, Doktor, you don't know, Johnny, he died. Und so ist es in diesen Ländern, dass man freundlich dem Menschen das Ende erleichtert. Das Vertrauen der Afrikaner zu medizinischer Behandlung unserer Art ist aber dann wieder erstaunlich. Wenn es einmal gewonnen ist, ist es bedingungsloser, als man es je bei uns finden könnte. Der kanadische Arzt Dr. Miller hat hier im Maasai-Gebiet nur eine Apothekenstation zur Verfügung, die er regelmäßig besucht. Die Sprechstunde wird unter freiem Himmel abgehalten. Das meiste Zutrauen haben die Afrikaner zu ganz konkreter Behandlung, also etwa zu Operationen oder Injektionen. Der Erfolg einer Operation wird gewöhnlich an der Größe des entfernten Teiles gemessen. Es ist deshalb gar nicht selbstverständlich und bedeutet schon einen großen Fortschritt, wenn diese Menschen Medikamente in Pillenform annehmen und auch daran glauben, selbst wenn ein Erfolg nicht sofort äußerlich sichtbar ist.
What's your name? Guinea. Hi, Guinea. Three tablets, and then 2 tablets a day for 3 days. Okay. Then. In diesem Gebiet hat es 2 Fälle von Kinderlähmung gegeben. Deshalb wird gleichzeitig eine systematische Impfaktion durchgeführt. Obwohl hier überhaupt keine direkten Resultate sichtbar werden, kommen die Leute voll Zutrauen. Vorbeugende Maßnahmen gehören mit zu dem Wichtigsten, was die fliegenden Ärzte zu leisten haben. Sonst hätte ihre Arbeit auf die Dauer nur wenig Sinn. Die fliegenden Ärzte sind nur ein Bestandteil einer umfassenderen Organisation, der Gesellschaft für Medizin und Forschung in Afrika. Sie betreibt zum Beispiel Krebs- und Ernährungsforschung, führt schwerpunktmäßig die Bekämpfung von Infektionskrankheiten durch und unterhält eine Abteilung, die medizinischen Aufklärungsunterricht durchführt. In Uganda wird die sehr verbreitete Augenkrankheit Trachoma bekämpft. Sie wird von Fliegen übertragen und hat ausschließlich mit den hygienischen Bedingungen zu tun, die ihrerseits eine Frage der sozialen Bedingungen sind. Die Krankenschwester Betty Miller aus Wales führt mit ihrem hochintelligenten afrikanischen Helfer James Kabale eine intensive Behandlung in einem begrenzten Gebiet durch. Gleichzeitig hält sie Unterricht über Hygiene und über vorbeugende Maßnahmen gegen die Augenkrankheit. In den Schulen werden auch die bereits erkrankten Kinder am sichersten erfasst. Dann folgt der Unterricht mit mitgebrachtem Anschauungsmaterial. Now, this is Nabirie's cousin Waibi, as I said, and here's a picture of Waibi's face showing his sick eyes. Now, what else can anybody see here? A baby? In Schulen haben wir überhaupt mit dem Unterricht keine Schwierigkeit, weil die Kinder es gewohnt sind, von Büchern her zu lernen. Aber zu Hause bei ihnen stoßen wir auf eine große Menge von Schwierigkeiten, weil ihre Eltern überhaupt keine Schulbildung haben. Diese Art Bild würde für eine Frau in den Hütten rein gar nichts bedeuten. Die Antworten darauf, was das ist, reichen von "Das ist ein Fisch" bis zu "Das ist die Sonne", weil Bilder ihnen gar nichts sagen. Ich habe früher auch ein vergrößertes Bild von einer Fliege verwendet, um zu erklären, dass Fliegen an ihren haarigen Füßen Infektionen übertragen könnten. Aber die Antwort darauf war: "Schwester, wir haben keine so großen Fliegen, das ist kein Problem hier." Wir fragten uns, liegt hierin nicht ein Hinweis auf alle die Schwierigkeiten, gegen die jede medizinische Entwicklungshilfe zu kämpfen hat? Weil uns das so wichtig schien, machten wir einen Test mit einigen der Plakate, die im Unterricht verwendet werden. Wir fuhren damit auf eine Kaffeeplantage, wo die Arbeiter zum großen Teil im Umgang mit Maschinen vertraut waren und auch Schulbildung hatten. Achten Sie bitte auf das 2. Plakat mit dem Auge und auf das nächste, das verkehrt aufgehängt ist.
Wir holten uns einzeln Arbeiter und stellten ihnen zwei Fragen. Erstens, Sie sehen hier fünf Plakate, eines davon haben wir verkehrt herum aufgehängt. Welches? Dieser Mann und knapp die Hälfte der Befragten zeigten uns auf Anhieb das verkehrt gehängte Plakat. Die zweite Frage war, deuten Sie uns auf ein einzelnes Auge. Welches Plakat hängt verkehrt herum? Diese Frau fand es nicht heraus und deutete aus Verlegenheit auf irgendeines. Bei der Frage nach dem Auge zeigte sie auf den Punkt im Gesicht eines Männchens. Das große Auge gleich daneben erkannte sie nicht. Dieser Mann zeigte uns das verkehrt aufgehängte Bild richtig. Ein Auge konnte er aber nirgends finden, auch bei dem abgebildeten Mann nicht. Schließlich wies er auf das Fenster einer Hütte. Auch diese Frau, wie mehr als zwei Drittel der Befragten, erkannte das einzelne Auge nicht. Dieser Test beweist nicht die Dummheit der Afrikaner, wenn überhaupt, dann unsere. Er zeigt nur, dass diese Menschen etwas völlig anderes sehen als wir, wenn sie das Gleiche vor Augen haben. Wir, nach Jahrhunderten von Kolonialherrschaft in Afrika, sind durch gravierende Versäumnisse noch nicht einmal bei den Anfängen einer Verständigungsmöglichkeit angelangt. Wenn wir überhaupt helfen wollen, müssen wir erst ganz von vorne zu lernen und verstehen anfangen. Wenn nicht eine Verständigungsbasis geschaffen wird und wenn nicht gleichzeitig die sozialen Bedingungen verbessert werden, bleibt die Hilfe der fliegenden Ärzte nur eine von ständigen Schwierigkeiten behinderte Behandlung von oberflächlich greifbaren Symptomen. Es bleibt deshalb mehr zu tun als das Maß all dessen, was bisher überhaupt getan worden ist.